Guten Tag und hallo, liebe Campingfreunde. Heute wird ein Fahrzeug abgeholt, ist gewaschen. Das ganze Serviceklappe habe ich aufgemacht, wo das Wasser aufgefüllt, wo das Wasser abgelassen wird. Frostschutzsicherung ist hier, Ablassventil, das Fahrzeug ist an Strom angeschlossen. Dann erkläre ich dir danach, wie so eine Frostschutzsicherung funktioniert. Die Kunden wollten gerne eine Außendusche haben, die habe ich eingebaut. Da erkläre ich auch, wie es funktioniert mit dem Kippschalter, dass man die Pumpe anmachen muss, warmes, kaltes Wasser. So. Duschkorb habe ich aufgehängt. Gaskasten ist eine Flasche. Ist eine Flasche angeschlossen. Dann erkläre ich, wie das Ganze funktioniert. Fahrradträger, Vierradfahrradträger mit vier Halter. Plakette von Gasprüfung ist neu, TÜV ist neu. Die Markise ist komplett ausgefahren. Auch frisch gewaschen. Hier wollten die Kunden eine Außengassteckdose haben, habe ich auch eingebaut. Schlauchsteck. Dann erkläre ich auch, wie es funktioniert. Fliegenschutztür. Außenbeleuchtung. Sind alle Strahler an, alle Lampen an. Verdunklungsrollo vorne habe ich zugemacht, dann erkläre ich ja, wie soll man damit umgehen. So, Fernseher ist eingeschaltet. Ich mache das immer so. Wenn ich alles erkläre, fange ich erstmal bei Fernseher an, weil wenn ich das Panel erkläre, dann schalte ich alles aus. So, bei der SAT-Anlage ist ja ganz einfach. Tue ich ja mal eben ausschalten. Ja, ist einmal Knopf drücken, einschalten. Einmal sieht man ja, dass die SAT-Anlage nach unten geht. Wird ausgeschaltet. Die SAT-Anlage fährt in Parkposition. Ich erkläre auch ganz genau, wie man ja Programme wechselt. Mache ich alles aus. Erstmal. So, kann man gut sehen, das Fahrzeug ist an Strom angeschlossen, ist auch hier angeschlossen. Kontrolle von der vorne, mal sehen, die Batterie vorne ist ja Kontrolle von der Motorbatterie, Kontrolle von der Aufbaubatterie. Ein wenig Wasser habe ich aufgefüllt, Schmutzwassertank ist leer, Pumpe ist angeschaltet. Ja, bitte einfach, dann geht alles aus. Also, Panel von Bürstner ist eigentlich ganz, ganz einfach. Hier ist ja ein Thermostat von der Heizung. So, der Kühlschrank ist angeschlossen. Ist am Laufen. ISS-Kühlschrank sieht man auch. Hier wird die Temperatur eingestellt. Aber da erkläre ich alles die Reihe nach. Dass wir an Strom angeschlossen ist, bei vollautomatischen Kühlschrank wälzt sich, macht er alles alleine. Sobald ich den Stecker rausziehe, geht er auf Gas. Wenn wir den Motor starten, geht er auf 12 Volt. Kann man sehen. Kühlschrank ist an. So, hier auch wieder alle Lampen an. In der Toilette tue ich immer ein wenig Chemie. Dann zeige ich ja, wo hier ist der Schieber. Erstmal aufmachen, spülen.
wieder zumachen. Warmes Wasser, kann man sehen, ist an. Bedienteil von der Heizung. Habe ich nur warmes Wasser, aber dann erkläre ich den Kunden Winterbetrieb. Hier mit der Flamme läuft die Heizung um warmes Wasser, nach unten läuft die Heizung und warmes Wasser auf 60 Grad. Nach oben ist nur Sommerbetrieb. Nach oben ist nur Sommerbetrieb, Wasser auf 40 Grad, noch höher Wasser auf 60 Grad. So, Fahrzeug hat ja Klimaanlage, Dachklimaanlage, da erkläre ich auch, wie es funktioniert. So. Hier auch alle Lichter an. Das Fahrzeug hat auch noch ein Hubbett, das elektrisch geht. Einfach Knopf drücken, geht das Bett nach unten. Ausgeschaltet. Und dann wieder. Auch am Ende, wenn wir innen drin fertig sind, dann erkläre ich ja mit der Rückfahrkamera, mit Navigation, Bordcomputer, wie das Ganze funktioniert. So. Drei Flammenkocher. Elektrozündung probiere ich ja alle die Reihe nach, alle drei, dass die funktionieren. Dunstabzugshaube, einmal schneller, einmal weniger. Ich habe das Fahrzeug aufgelastet auf 3850 Kilo durch Luftfederung. Ist wesentlich besser erfahren. Da erkläre ich den Kunden auch, wie das dann das Ganze funktioniert. Dass man 1 bis 3 Bar fahren soll. Das sind 8 Zoll Baken. So, liebe Campingfreunde, das war's für heute und bis bald.